Hallo, grüß euch, da ist der Willi Denifer. Wir sind jetzt in Lillehammer bei unserer zweiten Station in Norwegen. Wir sehen es eh, die normalen typischen Hütten, die sind da oben überall. Macht wirklich speziell was aus und hat einen richtig geilen Flair. Ich nehme euch heute mal auf eine Tour mit, dass ihr mal seht, wie es bei uns hinter die Kulissen so ausschaut. Jetzt gehen wir mal in mein Zimmer. Gehen wir jetzt so bei uns ins Zimmer rein. Man sieht, wir haben recht viel Zeug. Wenig Stauplatz, aber wir zwei arrangieren uns da wirklich sehr gut. Dann schauen wir mal rein. Sie geht die ganzen Anzüge, wird alles immer vorbereitet für den Wettkampftag. Halbwegs eine Ordnung haben wir auch. Wir haben mal halt einen Haufen und dann weiß man wenigstens, wo man suchen kann. Dann gehen wir da weiter. Gehen wir in die Schlafgemächer. Man sieht, mein Bro, der Luke. Der ist eh schon seit ewig mit mir Zimmerkollege, aber wisst ihr, Privatbereich. Ja, jetzt sind wir da auf der Schanze. Man sieht, die Vorbereitungen fürs Wochenende laufen. Es ist ein Tag vor dem Wettkampf, weil immer die ganze Schanze alles neu präpariert, hergerichtet, deswegen ist sie gespeit. Speziell, wenn man oben sitzt am Balken, das Panorama da oben ist einfach sensationell. Man sieht oben über den ganzen See. Und wenn du mal im Fernsehen schaust, da zieht es mir immer schon ein Lachen an. Und zum Springen brauchen wir natürlich die Ski. Und was da alles dahinter steckt, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt kommen wir da bei uns zu unserer Werkstatt, weil es ist immer sehr viel zu tun bei den Sprungski. Das zeige ich euch, wie es da drin ausschaut. Man sieht, es wird da schon fleißig gearbeitet. Der Balthasar Schneider, unser Techniker, macht das echt genial. Man sieht, die Ski sind eingebügelt, weil die gepflegt werden müssen und vor allem auch bei den Reisen geschützt. Danach werden sie angezogen, ausgebürstelt und die Spezialsachen, die kann ich euch natürlich nicht sagen. So, die Sprungschanze, das habt ihr jetzt alles gesehen. Ciao, Baldas, bis später. Wie ihr es wisst, haben wir natürlich zwei Sachen. Das Springen ist der erste Part und jetzt gehen wir auch ins Langlaufstadion, da wird es super. Wir sind jetzt hier oben im Langlaufstadion und man sieht, es ist schon reges Treiben, da geht es schon ziemlich rund. Die Strecke da ist sehr schwierig, weil man läuft vom Stadion aus. Man sieht, es geht eigentlich nur bergauf. Du läufst die ersten, glaube 1,5 Kilometer nur bergauf. Das erste Mal habe ich eigentlich gewarnt, die Strecke ist viel zu schnell und viel zu lang. Und da bei uns im Hintergrund, man sieht, es wird schon fleißig Ski getestet, da kommen unsere Leihgradauer. Und wie das abläuft, das zeige ich euch jetzt bei uns drüben in der Häckselnkuchel. Ja, jetzt sind wir da angekommen bei unserem Servicetruck, unsere sogenannte Hexenküche. Und von draußen sieht man eigentlich gar nicht, was da alles reinsteckt. Wenn wir da jetzt mal reingehen, sehen wir, da wird richtig brav gearbeitet. Die Jungs haben da immer extrem viel zu tun, wenn man einer schaut. Da stehen die ganzen Ski für uns Athleten, sind einige 100 Ballen wahrscheinlich. Wir haben den Guido, der was eigentlich so ziemlich alles weiß. Der Schack, unser Neuling, der Brasche und der Elias. Und die vier sind echt unser Herzstück der Mannschaft, weil ohne die ginge das wirklich nicht. Ja, jetzt sind wir da in unserem Bereich, wo wir uns immer umziehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Da, Cheftrainer war brav, brav beim Langlaufen. Das ist hier unser Container, den wir eigentlich bei jedem Weltcup haben. Wir ziehen uns da um, wir relaxen noch ein bisschen und vor dem Wettkampf geht es da richtig rund. Es ist manchmal ein bisschen Hektik und der Trainer sagt uns halt, wie die Taktik abläuft im Rennen und so stimmen wir uns ein auf den Wettkampf. Ich hoffe, dass ihr euch einen Einblick geben habt können, wie es bei uns ausschaut, so über das ganze Wochenende und bitte hebt uns die Daumen, jetzt geht's wieder los.